Hubert Aiwanger war gerade hier auf der Bühne auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel. Jetzt hat er Zeit für ein paar Nachfragen. Herr Aiwanger, das Thema Energie bewegt Deutschland. Ja. Wie stehen Sie zu dem ganzen Thema, naja, Energiewende und wie sie gerade gemacht wird? Also in meinen Augen fährt die Ampel gerade die Wirtschaft an die Wand mit diesem Thema, dass sie Energie auf der einen Seite verknappt, auf der anderen Seite massiv verteuert, die Steuern von Energie nicht runternimmt, beispielsweise die Stromsteuer müsste runter, die Atomlaufzeit müsste verlängert werden, Wasserstoff muss dringend eingeführt werden und das ist mein großes Thema. Wir brauchen dringend eine Wasserstoffstrategie des Bundes, die mit genauso viel Ehrgeiz unterwegs ist wie diese Wärmepumpenstrategie von Greichen und Co. Also wenn man Wasserstoff ernst nimmt, dann wird hier was gehen, das ist die Lösung. Haben wir sehr viel vor einem Jahr mit Frau Reich auch drüber gesprochen, über Wasserstoff. Leider hat das nicht jeder gehört, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Wie sehen Sie das Thema Atomkraft, Kernfusion? Herr Söder hat da heute Morgen klare Worte gefunden, was Bayern angeht. Stehen Sie da genauso? Wir haben Kernfusion in Bayern und Fusionsforschung hier. Natürlich kann man das intensivieren, kostet aber alles eben sehr viel Geld. Die Frage ist, ob es dann wirklich bessere Ergebnisse bringt. Es ist Frankreich, es ist Großbritannien und viele andere Länder bei dem Thema unterwegs. Ich unterstütze die Dinge, aber ich glaube nicht, dass wir innerhalb der nächsten paar Jahre mit der Kernfusion unsere Probleme lösen. Trotzdem müssen wir es tun für die Zukunft. Jetzt ist eigentlich schon der Wahlkampf. Im Oktober ist die Wahl hier in Bayern. Was sind die großen Themen aus Ihrer Sicht? Ja, schon Belastung der Bürger, dieses Thema Gebäude-Energiegesetz der Ampel, wie wirkt sich das auf die Hausbesitzer aus? Können Hausbesitzer ihr Eigentum noch halten? Werden Menschen aus Mietwohnungen herausgedrängt, weil teuer saniert werden muss? Auch das Thema innere Sicherheit nimmt an Brisanz zu. Die illegale Einwanderung, Asylbereich, da passiert zu viel, da müsste die Ampel besser reingrätschen. Die schauen hier zu. Und wir haben auch das Thema Mittelstand, Handwerk, ländlicher Raum, wo wir als Freie Wähler traditionell stark sind und werden diese Themen wieder glaubwürdig besetzen. Ich habe mit Judith Gerlach gerade gesprochen, der Digitalministerin, die vermisst natürlich das Thema Digitalisierung, wenn sie die Aufzählung so machen, sie gibt aber auch zu, es ist schwer im Wahlkampf, damit richtig doll zu punkten. Sehen Sie das genauso? Ist es eigentlich unter Wert im Wahlkampf? Glaube ich nicht, aber Digitalisierung ist so ein Alltagsthema wie das tägliche Atmen und Mittagessen. Also insofern, man redet gar nicht mehr groß drüber, weil es in allen Berufsfeldern, in allen Lebensbereichen mittlerweile ein Alltagsthema ist. Also Digitalisierung jetzt noch groß vor sich herzutragen, ist irgendwie der Zeit hinterher zu sein. Wir sind mittendrin in der Digitalisierung und brauchen das nicht mehr täglich erneut betonen. Herr Aiwanger, vielen Dank und auch eine schöne Veranstaltung. Danke Ihnen.